So, hallo Leute, zweiter Tag, wo ich auf meinem Bett filme. Also ich filme die Videos gerade nacheinander und konnte bisher noch keine Kommentare lesen, weil die Videos noch nicht geschnitten oder hochgeladen wurden. Das hier ist jetzt das zweite Balisong, was ich dieses Jahr auspacken werde. Es ist ungefähr genauso teuer wie das andere, vielleicht 10 Euro billiger. Naja, aber wir gucken jetzt einfach mal rein. Wir haben hier drinnen direkt eine Tasche, die uns entgegenkommt. Da drin ist dann auch gleich das Messer, was uns entgegenkommt. Hier haben wir zwei Torx-Schraubenzieher mit zwei unterschiedlichen Größen. Das können wir ja dann auch gleich ausprobieren. Da haut der eine schon ab. Naja, egal, räumen wir die erstmal zur Seite. Und hier drinnen haben wir... Ah, sieh einer an. Ersatzschrauben und Washer dazu. Das hatte ich ja gestern schon thematisiert. Das ist nicht so gut, was sie da beim Tachieren gemacht haben. Das kann auch erstmal zur Seite und wir gucken uns jetzt an, was in dieser Tasche ist. Ja, wie ihr schon seht, das ist ein Blade Runner Systems Alpha Beast Klon mit einer Trainer Klinge. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich bin jetzt nicht gerade der beste Flipper, es tut mir leid. Aber naja. Okay, dann schauen wir uns das mal genauer an. Was haben wir denn hier alles Schönes zu sehen? Grün anodisierte Titan-Handles. Das ist, finde ich, wirklich auch sehr schön hier. Mein Vati gefiel die graue Variante besser, also die Silber-Variante, aber nee. Grün ist viel schöner. Grün ist viel, viel schöner. Und das ist wirklich ein sehr großes Messer und hier ist wieder ein Ledge dran, was ich abmachen werde, wahrscheinlich. Ja, ich möchte mal verdeutlichen, wie groß das ist. Das hier ist mein Blade Runner Systems Replikant, was ich von der gleichen Firma geholt habe und es ist noch ein bisschen größer, aber meine Güte, da fehlt vielleicht ein Zentimeter. Ich kann ja auch nochmal mein Tachyon daneben halten. So, der ultimative Vergleich hier, das Tachyon, hier das Alpha Beast. Das sind jetzt meine drei größten Balisongs, aber das Replikant ist immer noch das größte von allen. Das kann auch erstmal wieder zur Seite. Und wir widmen uns jetzt wieder diesem. Mir gefällt vor allem das Design von diesen Blade Runner Systems hier. Es hat ein sehr schönes Muster hier drinnen. Das hatte das Replikant auch. Aber mir gefällt das hier noch ein bisschen mehr, weil das halt so metallisch und einfach aussieht. Auf der anderen Seite haben wir diesmal einen Pocket Clip vorzufinden. Und diese Handles haben sogar unterschiedliche Farben. Das eine ist ein bisschen dunkler und hat so einen bläulichen Ton und das andere ist halt grün. Ja, das ist jetzt eigentlich kein Problem, sieht trotzdem schön aus. Was ich aber auch ein bisschen bemängeln möchte, ist, dass halt die Spacer keine Färbung haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Original genauso ist, aber hier hätte ich mir gewünscht, dass sie es vielleicht auch noch gefärbt hätten. Aber naja, egal. Das ist jetzt nicht das Hauptthema. Wir gucken uns jetzt auch die Klinge nochmal an. Wir haben hier kein richtig abgerundetes Design, also scharfe Kanten gibt es natürlich auch nicht. Aber mit abgerundet meine ich halt sowas wie hier. Hier ist ja wirklich alles komplett rund und hier sind halt die Kanten auf mit 2 mm oder 1 mm gebrochen worden. Okay, kommen wir einfach mal zu den Maßen. Wir haben ein Gewicht von 138 Gramm. Dann haben wir ja noch eine Klingenlänge von 10,6 cm. Falls ihr euch fragt, wo ich das abmesse, bei einem Balisong messe ich das hier immer, also bei einem Balisong-Trainer messe ich das hier immer an dem Punkt ab, an dem Tankpin. Und bei den normalen Messern messe ich eigentlich immer die Schneider, also beziehungsweise bis hier oben die Kante. So, damit das geklärt ist, falls ihr euch fragt, wo ich abmesse. Eine Grifflänge haben wir von 14,1 cm von hier bis hier, ohne Ledge. Und eine Gesamtlänge haben wir halt von 24,7 cm. Also wirklich ein schönes großes Messer. Beziehungsweise Balisong Trainer. So, und das Material ist das gleiche wie beim Tachyon 3 und das ist die Klinge D2 Stahl und der Griff besteht aus Titan. Das wäre eigentlich auch schon wieder alles zu diesem Messer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was auch immer ich dann vorstellen werde. Bis dahin, tschüss.